So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Elex zur Nachtwache. Ich habe übrigens gerade das Achievement Fußkrank bekommen, weil wir uns 20 Mal teleportiert haben. Also 20 Mal die Schnellreise genutzt haben. Irgendwie passiert hier nichts. Müssen wir doch bis Mitternacht warten. Wenn ja, wäre es ziemlich ungeschickt. Was liegt hier was? Nee. Ach, scheiße. Das, der Kleriker sich der Technik. Okay. Der Kleriker ist hier irgendwo. Anscheinend. Hä? Muss ich doch bis Mitternacht warten? Gut, warte, dann teleportieren wir uns nochmal. Du-du-du-dum. Auf in mein Lieblingsbettchen. Da-da-da-da-da. Oh. Wir müssen reden. Meine Zeit ist knapp. Worum geht es? Einer meiner Männer sollte sich um eine Streitigkeit zwischen dem Eisen und dem... Seiner Männer, ne? Ihr habt's gehört. Und? Er hat herausgefunden, dass der Eisen-Clan seine Männer gegen meinen Clan aufhetzt. Das ist eine schwere Anschuldigung. Hey, wir können's beweisen. Okay, nee. Wenn wir als Berserker... Ja, die müssen zusammenhalten. Ist schon wichtig. Bis Mitternacht, Penn. Das ist jetzt aber schon arge Nachtwache hier. So, nochmal. Schnellreisen? Ja, Technik, ne? Ich brauch die zum Schnellreisen. Es tut mir ja leid. So, bist du eine verdächtige Person? Nee. Ja, ihr beobachtet mich. Ist klar. Ne, hier ist immer noch niemand. Das verstehe ich jetzt nicht. Muss ich weiter zum Schlund? Mega strange. Na, bei dir alles Paletti? Na, anscheinend nicht. Technik. Gut, ich verstehe es nicht. Aber vielleicht müssen wir auch schon Bericht erstatten. Nee, Angrim. Aha. Ja, ich soll mich da auf die Lauer legen und gucken, ob sich jemand am Schrott zustande macht. Kann man da vielleicht sich an eine Stelle verstecken, hinstellen? Oder was ist damit gemeint? Dass mich... Ah, Bertram! Oh, was machst du denn hier? Die Frage gebe ich zurück. Ich wollte nur sehen, ob die Jungs hier meine Hilfe brauchen. So, ist es dafür nicht ein bisschen spät? Okay, vergessen wir die Maskerade. Es bringt ja doch nichts. Du bist ein Kleriker. Psst. Noch lauter und mein Kopf rollt. Dein Kopf ist sicher eine Menge wert. Ja, und ich habe nicht vor, ihn herzugeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in deinem Interesse ist, mich tot zu sehen. Du, ich bin ein sehr kalter Mensch. Wenn du es geschafft hast, meine Verkleidung zu durchschauen, schaffen es auch andere. Nee, das sind nur NPCs. Hilf mir, von hier zu verschwinden, bevor ich eine Axt im Rücken habe. Das wäre dann kalt. Ich, ne, habe den Auftrag, dich zu töten, und den führe ich auch aus. Das war yes. Mein letzter Fehler. Hier bringe ich okay, und. Piu, 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 piu. Jetpack Action! Ich liebe dieses. Au. Dieses. Fliegen. Und schießen. Oh yeah. Abgeschlossen, nicht willkommen. Der ist tot, sehr schön. Und wir können jetzt Angrim Bericht erstatten. Wo auch immer der war. Manche Dinge lässt man besser vergraben. Ihr seid nur normale Werker. Wie kannst du das sagen? Ja. Mach schnell, ich will wieder ins Bett. Ja, er will wieder ins Bett. Oh. Seelenkraut, Seelenkraut, Kraut, die Seelen. Ich laufe hier gegen Wände, ey. Ach, aber diese Luftkämpfe, die sind richtig geil. Ich glaube, ich werde hier echt mal zum Fernkämpfer. Weil das ist richtig nice. Fernkampf macht auch ausnahmsweise Schaden. Oh, große Heilpflanze versteckt er hier hinter seiner schnieken Hütte.
Dieser Schlingel. So, was? Du schaffst bis zur Nacht. Bertram ist tot. Ist er der Kleriker gewesen? Dabei hatte ich ihn gar nicht unter Verdacht. Es besteht kein Zweifel. Gute Arbeit. Ich brauche mehr Männer wie dich im Clan. Ja, die dich verraten. Du hast im Sinne des Clans gehandelt. Das soll belohnt werden. Finde ich auch. 100. Wow, bist du scheiße. Verdammter Geizling. Gut, es gibt immer was zu tun. Das ist dann da im Süden. Nee. Aufbruch ist auch zu viel. Spurensuche, Hausverbot. Ah, wir müssen Eldur noch berichten, ups. Da oben. Dann tun wir das doch. Du, 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 du. Guten Tag. Ach, Drock, der wird mir immer sympathischer, Mann. Der steht einfach den ganzen Tag da. Chillt sein Leben, macht nix. Pöbelt Leute an. I love him. So, Berichterstattung kommt. Gleich. Was ist hier los? Pennst du auf dem Boden? Uran wird euch wieder bewirten. Wirklich? Du hast es wirklich fertiggebracht, diesem starrköpfigen Eisenclaner Sinn einzureden? So in der Art. Mir egal, wie du das angestellt hast. Hauptsache, ich kriege wieder meinen Feuer. Ich hab mein Level up, Mann. Als kleines Zeichen der Dankbarkeit vom Hammerclan. Der Hammerclan, der ist echt der Hammer. Aber ich klaue jetzt dein Bett. Verdammt, ich wollte sein Bett klauen. Dann klaue ich dein Bett. Das brauchst du doch gerade. Dein Bett? Doch Schritte. Nein! Hört doch auf, euch schlafen zu legen. Platz, klar? So, Konstitution ist. Ne, Geschicklichkeit ist Fernkampf. Also gehen wir da auf 30 und. Schaltet Gildenlehrer frei. Achso. Persönlichkeit. Braucht Gerissenheit? Nee. Persönlichkeit. Lesen gibt Erfahrung. Suchst du etwas? Mehr Erfahrung, weiß. Aber ob das dann den Lernpunkt rechtfertigt, man müsste es halt echt schnell lernen. Händler, Kampfwehr. Ach so, einfach nur die Werte erhöhen. Ja, das ist auch scheiße. Ein zusätzlichen Attributspunkt. Das ist auch ganz cool. Ja, der Persönlichkeitstreeder ist jetzt nicht so wirklich meins. Wir könnten hacken. Bergbau. Braucht Stärke. Okay. Hier bleibt alles an seinem Platz, klar? Ja, hört auf, mich zu bequatschen, Mann. Man klaut nur zweimal. Gerissenheit. Okay. Gehen wir mal auf Überleben. Das braucht Konstitution alles. Widerstandsfähigkeit. Ah, nicht schlecht. Konstitution. Intelligenz. Konstitution. Oh, guter Esser braucht auch kein Schwein. Zeigt dir alle Teleporter auf der Karte an. Oh, das ist ganz cool. Suchst du etwas? Zeigt dir Feinde an. Extra Hitpoints. Konstitution, Ausdauer. Die beiden. Oh. Na, weißt du was? Komm, die wollen alle Konstitution. Wir gehen auf Konsti. So. Gut, welcher Lehrer bringt uns dann... Überlebenslehrer. Und Born und Harkon. Gehen wir zu dem mal kurz. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Muss ich dir das zweimal erklären? Geile Information hier am Rande. Es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Geile NPC-Dialoge. So. Super, dass ihr mich kaum bemerkt. Benimm dich, klar. Bring mir was bei. Guter. Ach, verdammt, er kann das Gute nicht beibringen. Meine Resistenzen sind auch ganz okay. Haben wir zwei Fertigkeitspunkte? Nee. Ein Lernpunkt. Vielleicht kann Harkon was beibringen. Einfach mal runterjumpen. So. Achso, Born. Nee, kann er nicht, nur guter. Guter Esser ist nicht so mein Ding.
Gott, unser Charakter. Andere Sache. Wann kommt Fernkampfwaffen? Ah, das braucht noch ewig. Alles klar, Stärke. Schwere Waffen. Paradestärke. Okay. Interessante Sachen. Wir kümmern uns aber erstmal um die Quests. Abesser. Achso, Bohnen. Gefährten. Wartungsprotokoll. Zahn um Zahn. Gut. Überlebenswissen wichtig. Ah, wir müssen Sinda-Bericht. Genau, gut. Machen wir das mal einmal hier. Bericht. Da kriegen wir wahrscheinlich die Mission, dieses Monster zu töten. Dann sieht es ja schon echt gut aus von den Quests her, dass wir alle erledigen hier. Und schon mal ein bisschen ganz gut leveln. Nicht perfekt geil, aber schon mal ein bisschen besser. Und natürlich wäre es auch noch richtig geil, wenn wir jetzt noch einen besseren Bogen irgendwie herbekommen Warum würden. Warum weckst du mich? Ich habe mit ihm gesprochen. Ich habe mit Angrim gesprochen. Und? Wann bekomme ich endlich wieder meine Lieferungen? Gar nicht. Deine Lieferanten sind tot. Das darf doch nicht wahr sein. Wie soll ich meiner Arbeit nachgehen, wenn auf niemanden mehr verlassen? Mann, warum frecken alle? Warum gehst du nicht selbst? Ich könnte für dich gehen. Ich könnte für dich gehen. Du? Ich weiß nicht. Es ist ja nicht nur eine Lieferung, die ich brauche. Du wirst mir schon jeden Tag mindestens 5 Lieferungen bringen müssen. Nein, nein, das ist nicht die Lösung. Es gibt nur eine Möglichkeit. Einer der anderen Clans wird mir helfen müssen. Bitte geh für mich zu den Nebelkrähen und zum Hammerclan und frag nach, ob sie mich unterstützen können. Am besten wendest du dich an ihre Anführer, Ragnar und Cormac. Gut, ein neuer Deal. Auch sie kann nicht so gut beibringen. Hat sie einen besseren Bogen? Ne, da müssen wir schon zum Bogending gehen. Ne? Ah, sie hat Holzpfeile. Auch wieder für mich. Gut, dann fragen wir erst beim Hammerclan nach. Ich behalte dich im Auge. Und gehen zum Rüstungshändler auch gleichzeitig noch. Oder erst zum Rüstungshändler. Zum Waffenhändler. Ich will einen neuen Bogen. Ich meine auch, dass wir eventuell sogar schon einen ausrüsten können. Lecker. Kakerlaken waren hier gerade auf dem Boden. Schön. Der ist natürlich wach. Natürlich. Verstanden. Setzerbogen. Das ist der, den wir gerade haben, genau. Nee, scheiße. Aber er hat wieder Pfeile. Komm, einfach alle kaufen. Wir brauchen Pfeile. Klare Sache. So, wo ist jetzt der Hammerclan? Der ist gleich hier oben, ne? Ja. Nachtwache. Scheiße, genau, deine... Hätte er Askor ermordet, hätte man die Leiche mit einem Pfeil in der Brust gefunden. Askor wurde aber mit einem Schwert getötet. Richtig. Gut beobachtet. Bin schon gespannt, was der nächste Verdächtige zu sagen hat. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Du brauchst einen Waffengefährten? Na gut, ich bin hier gerade wohl entbehrlich. Ich werde allerdings gelegentlich mein Jetpack benutzen. Ich weiß. Ich habe ja noch eins, das ich noch nicht zum Schlund gebracht habe. Kannst du denn damit umgehen? Du bist Berserker. Mach dir mal keine Gedanken. Ich werde schon klarkommen. Was hast du vor? Wir haben Waffengefährten. Das werde ich unterwegs entscheiden. Wir treffen uns bei den Ruinen vor Goliath, wenn wir getrennt werden. Okay, ich bin dabei. Vergiss aber nicht, dass wir noch einen Mord aufzuklären haben. Mein Volk hat es immer wieder geschafft, die Alps zurückzudrängen. Nur mit der Kraft eines wahren Kriegers und der Magie. Mitkommen. Ah ja, wir haben einen Waffengefährten. Boah, hätte ich gewusst, dass man den so früh kriegt. Wir hätten den Mord sofort aufklären sollen. Okay, der Typ quatscht da noch. Wahrscheinlich oben rum. Ja, der muss hier erstmal berichten. Gut, Sinda braucht Hilfe. Sinda braucht eure Hilfe. Der Hammerclan ist immer bereit zu helfen. Worum geht es? Sie braucht Leute, die die Nahrungslieferungen aus dem Wald holen. Das ist doch Aufgabe des Eisenclans. Der weigert sich. Ja, sind gestorben. Die Männer des Eisenclans sind gestorben. Es gibt auch noch genug von ihnen. Das sind mir vielleicht Feiglinge.
Wenn ich helfen soll, dann nicht ohne meine Männer passend auszurüsten. Angesichts der Umstände schrecke ich auch vor unkonventionellen Methoden nicht zurück. Ich will schließlich nicht, dass meine Männer wie die vom Eisenclan enden. Also wirst du mir einen Bewegungssensor beschaffen. Am besten begibst du dich zum Schlund und siehst dich dort nach einem um. Ist okay. Steht eine Wache. Da steht eine Wache, ich komme da nicht hinein. Na dann lass dir was einfallen. Bist doch nicht blöd. Er springt von oben hinein, finde einen Weg außen herum oder lock ihn weg. Oh, man kann ihn weglocken? Kriegst das schon hin. Aber wahrscheinlich angreifen. Gut. Oh, wir haben den schon. Ich habe den Bewegungssensor. Sehr gut. Ich werde meine Männer damit ausrüsten und zu Cinder schicken, sobald sie bereit sind. Sag ihr, sie kann auf die Unterstützung des Hammer-Clans zählen. Cool. Müssen wir dann auch noch die Nebelkrähen überzeugen oder nicht? Naja. Ich würde sagen, hier geht's im nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hans-Peter. Ciao.